Leute, heute sind Ben und ich wieder back in einem freshen neuen Bild-Battle. Und wir haben heute was richtig Krasses vorbereitet. Guckt mal hier, Leute. Wir machen heute ein Bau-Battle, aber Noob, Hacker und God, das sind die Stufen. Und wir bauen heute einen McDonald's. Ich gehe natürlich auf die Team-Grün-Seite. Benson ist natürlich Team auch Grün dabei. Passt da gar nicht zu McDonald's. Hallo, Rot. Team Grün, doch. McDonald's ist neuerdings grün, ja? Ist healthy. Ist gesund, einen fetten Big Mac sich reinzuschieben. Weiß ich nicht. Okay, wir beginnen mit Noob. Für Noob haben wir natürlich am wenigsten Zeit. Wir geben uns Zeit. Eine Minute. Eine Minute einen McDonald's bauen. Der wird dreckig, Leute. Der wird dreckig. Auf die Plätze. Fertig. Los geht's. Okay, wir holen uns. Vorbereitet. Aha, oha, oha, Ben. Richtig schlimm. Boah, was ist denn mit meiner Maus los? Ich habe einfach Speed 3000. What the heck? Na, deine Ausreden würde ich hier nicht hören. Hä, meine Maus ist wirklich mega schnell. Die ist gelb. Zack, zack. Brauchen wir auch schnell hier. So, jetzt bauen wir hier ein M. Das machen wir so. Und dann hier runter. Ich denke, ich habe ja letzte Episode da gewonnen. Nein. Natürlich. Nein. Noob Hacker Pro. Nein. Dann habe ich die vorletzte gewonnen. Oh, meine, oh Gott, mein Haus ist zu klein. Scheiße, 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 scheiße. Ja, eine Minute. Hat auch ein paar Löcher. Ist halt Boden. 20 Sekunden noch. Ja. Tür. Zack, zack. Bauen wir. Oh, schade. So, bauen wir rein. Oh Gott, das M ist ein bisschen zu kurz. Zack. So, so. Okay. Und jetzt brauchen wir noch einen Burger. Gibt's hier Burger? Oh ja. Zack. Und zack. Und die Zeit ist auch perfekt over. Ich war, glaube ich, noch nie so perfekt getimed. Hab gewonnen, denke ich. Ich habe das übel gut gemacht. Okay. Ben, komm so rüber. Gucken wir direkt an. Ja, ja, komm rüber, komm rüber. Okay. Das hier ist mein Alter. Noobie McDonald's. Wow, okay. Richtig hässlich, was? Ist mega hässlich. Ist mega hässlich. Ist so hässlich, guck, dass du gerade fett geleckt hast, Alter. Echt jetzt? Oh. Guck mal hier. Kann man reingehen, ist ein Maggis. Ist ein Maggis, aber, ja. Geh mal von oben gucken. Pommes-Tüte. Weiß ich jetzt nicht. Regina. Weiß ich jetzt nicht. Sieht das jetzt Rote müsste halt doppelt sein. Ja. Naja, weiß ich jetzt immer noch nicht. Ja, Fantasie natürlich auch ein bisschen. Weiß ich jetzt nicht, Leute. Schreibt mal in die Kommentare, wer das Battle hier gewonnen hat. Noob, Doppelpunkt, Elina also oder Benson. Ich, votet jetzt ab. Votet mal kräftig. Votet mal kräftig, also deftig. Ich sehe mich da als Sieger, muss ich ehrlich sagen. Oha. 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 Okay. Wir sind jetzt bei Pro und da geben wir uns sage und schreibe 6 Minuten Zeit. Das ist immer noch. 6 ist schon viel. Ja, aber immer noch sehr wenig. Ich bereite mich jetzt auch vor. Ich bin jetzt so eine, Ben. Ich habe dir Befehl schon eingegeben. What the heck, Ben? Was bist du denn für ein kranker Cheater, Alter? Okay, ich würde sagen, ich bin ready, Bombetti. Auf die Plätze. Ich hab schon angefangen. Mann, Ben, Alter! Ich wusste nicht, dass es doch nicht losgeht. Ich zähl doch immer ab, hallo? So, bauen Sie das wieder ab. Ich sehe das ganz genau. Das guck das nicht ab, doch, Alter. Doch. Geh zurück. Ja, ich baue 10 Sekunden nicht. Mhm. Ah, 10 Sekunden war das chillig. Ja, auf die Plätze fertig. Los, es geht los. In der Hose. Okay, ich baue jetzt ein Quadrat hier hin. So, 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 so. Ja, ein bisschen kürzer, weil wir haben ja nicht ganz so viel Zeit. Und jetzt setzen wir hier die Nummer 25114. Oh, ich fange jetzt auch an. Kenne ich auswendig. Okay, das können wir aber von mir aus noch ein bisschen höher machen. So, so, okay. Und dann höhlen wir das Ganze hier einmal aus und setzen hier Luft hin. Und jetzt, bam, machen wir hier wieder Luft hin, weil wir machen hier die Fensterfront rein. Nehmen wir das weiße Glas. Sehen denn so McDonald's heutzutage aus? Ich habe da gar keine Ahnung. Die McDonald's. Oh, ich habe was falsch gemacht. Das muss ich jetzt hier auscutten. Cut. Die haben immer viel Glas. Paste minus A. Boah, meine Finger schweben hier über die Tastatur, weil ich hier so schnell arbeiten muss. So, wir brauchen nämlich eine Mitte. Aus folgendem Grund. Doch, die haben so ein Grün. Weil wir hier nämlich jetzt das goldene M hinmachen. So, das sieht, glaube ich, ganz nice aus. Zack, zack. Ja, umso besser, umso besser. Den Boden müssen wir natürlich noch ändern. Hier machen wir Birkenholz hin. Das hat die Nummer. Die Nummer 5, Doppelpunkt 2. Setzen wir hier hin. Und hier setzen wir wieder das Rote hin. So, kurz Zuschauermodus, weil wir müssen hier raus. Boah, wie viel Zeit haben wir noch, ey? Ich glaube nicht mehr viel. 3 Minuten. Das ist nicht mehr viel.
Ja, das ist der falsche Block. 1595. Oh. So, zack. Okay, jetzt machen wir hier wieder einen fetten Betonklotz hin, Alter. In der Farbe Rot. Okay, und das höhlen wir natürlich wieder einmal aus. Bam und bam. Das ist alles hier sehr krass, ey. Ja, ja, ist ein so, krankes eins, Battle, Alter. Eins, zwei, drei. So, jetzt brauchen wir eine Tür in Weiß. Oh nein, ich habe nur die eine Tür jetzt genommen. Werd viel mit Deko-Punkten. Ich hoffentlich auch. So, jetzt müssen wir das Glas hinbauen. Bam, bam, bam. Und jetzt müssen wir das hier hinbauen. Das wird nämlich unser Fundament, ne? So, warte, wir bauen den Boden nochmal hier ab. Ja, perfekt. Okay, hier kommt man dann ins Spieleparadies. Okay, dann brauchen wir jetzt... Spieleparadies? Ein Table. Wir brauchen ein Table. Ja, den hier brauchen wir. Oh, am liebsten hätte ich eine Theke, aber die finde ich gerade nicht. Dann bauen wir erstmal die Tables hier hin. Nicht, dass wir gleich keine Zeit mehr haben. So, dann brauchen wir jetzt ein Chair. Machen wir in Weiß. Hier hin, hier hin, hier hin, hier hin. Alter, hier passt eine ganze Party rein. Und hier ist so ein Tisch für eine Dreier-Group. Dann bauen wir jetzt so. Brauchen noch eine Kasse. Wie heißt denn das? Cash. Yes! Wir? Okay, dann brauchen wir Burger. Ich glaube, wir haben nicht mehr viel Zeit, aber ich will auch... Pommes? Nein, 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 nein. So, zack, 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 perfekt. Okay, dann können wir hier noch was für Kinder hinbauen? Ja, ja, safe. Kinder, 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 wo sind denn hier Kinder? Hier, Spielzeug. Außen sieht das halt wirklich richtig kacke aus, ey. Ja, hier, das kennt doch jeder. Von McDonald's. Hier so ein Basketballkorb. So, das hier kommt hier unten hin. Dann kommt hier noch ein Auto hin. Dann kommt hier noch so ein Würfel hin. Hier solche Spielwürfel kommen ja auch noch hin. Oh ja, das sieht doch fancy-mancy aus. Ich finde das jetzt nicht schlecht. Wie lange haben wir noch Zeit? 7 Sekunden. Okay, da werde ich eher nichts machen können. Ich überlege gerade, hier noch so einen gelben Strich hinzumachen, aber ich lasse es lieber. Oh. Ja. Oh mein okay, Gott. Okay, heavy, heavy, heavy. Hm? Ja, ich bin mir auch nicht sicher. Ich komm rüber. Okay, kommst du? Boah, es sieht strong aus. Ich hab sogar... Das würde ich ja weglassen. Ah, ja, stimmt. Okay, also ich führe dich hier mal durch meinen Laden. Das hier kommt man rein, kann man bezahlen. Hier kann man chillen. Schön eng hier, ne? Und Burger essen. Ja, die Zeit war auch eng. Also... Ja, die teilen sich zu dritt. Da kriegt er die Tür drücken geprügelt. Ja. Und hier ist das Spieleparadies mit Basketball. Okay. Alter, ich hab getroffen. Du hast es nicht gesehen. Was? Oh ich Mann. Ich hab hochgeworfen. Jo. Hey. Gerade hatte ich einen. Oh, das kriege ich nicht wieder. Warte, ich mach. Oh, schade. Hat keiner gesehen. Okay, ich hab's ein bisschen anders. Okay, zeig mir. Ja, von außen ja. Ist halt, ne? Aber ich hier, hab hier hast das du das Autobahnschild. Straßenbahnschild. Autobahn. Oh, von innen ist schick. Von innen ist nice. Sehr geordnet. Hier, die Theke ist auch nice. Leider nichts im Kühlschrank. Ihr seid beleide. Und ihr macht Kuchen, Alter. McCafé ja, ja. Auch noch. McCafé ist das hier nämlich. Okay, Leute, gebt jetzt hier eure Bewertung ab für den Gewinner der Runde. Ich hatte eigentlich noch Folgendes vor. Ich wollte eigentlich hier noch so ein Strich hin machen. Warte, lass mich mal gucken, wie das aussieht. Ach, weiß ich nicht. Wir gehen jetzt rüber zum finalen Battle. Finale Grande. Und zwar das God Battle. Okay, ich würde sagen, dafür geben wir uns 10 Minuten Zeit und das wird nice. Baust du schon? Nein. Okay, wir holen jetzt als erstes was Braunes. Nee, irgendwie sowas Beiges. Beiges hätte ich gerne. Beige. Beige. Dann bereite ich mich auch schon vor, Betrüger. Kannst du ruhig machen, Betrüger. Mach ich auch Betrüger. Ja, dann mach doch Betrüger. Weiß ich nicht, Betrüger. Warum weiß es nicht, Betrüger? Nur einer von uns kann Betrüger sein, das ist auf jeden Fall... Also ich denke, du bist der Betrüger. Schreib mal in die Kommentare, wer der Betrüger ist. Ja. Ja, okay. Auf die Plätze, fertig. Los, let's go. Wir nehmen als erstes 24-2 und dann machen wir einen Kreis hier hin. Kreis 24-2 und das machen wir in der Breite, versuchen wir mal 5. Nee, 5 ist zu klein. Dann versuchen wir mal 8. Ja, 8 passt. Passt. Aber wir machen das ein bisschen weiter nach hinten. Aber theoretisch könnten wir auch 9 machen. Naja, egal. Wir lassen es erstmal bei 8. Dann machen wir 2 Schichten hier hin. Dann platzieren wir jetzt die Bulette. Die machen wir ein bisschen kleiner. Die machen wir auch in einem Kreis. Das war die Nummer 251. Oh, kacke, ich weiß es nicht mehr. 12. Und die machen wir 7. Warte, die machen wir 7. Dann machen wir sie 8. Und dann machen wir sie nochmal 7. Eine dicke Burger-Bulette haben wir schon mal drauf. Perfekt. Dann brauchen wir jetzt noch ein bisschen
Salat, wie immer. Dann brauchen wir Käse, also brauchen wir Gelb. Gelb hat die Farbe 4, aber das machen wir ein bisschen kleiner. Das machen wir auf 5, den Käse. So, dann machen wir hier Tomatoes hin. Das hat die Farbe 14 und dann machen wir das 3 groß. Einmal hier eine Tomate, einmal da eine Tomate. Ich brauche schöne Stühle. Was nehmen wir denn da für Stühle? Das hier, genau, das ist geil. So, und dann machen wir hier nochmal den 8er hin. Dann machen wir nochmal den 8er hier hin. Dann machen wir den 7er hin. Dann machen wir den 6er. Und dann machen wir schon den 3er. Das wird jetzt die übere Brötchenhälfte. Ja, mein Gott, was soll ich dazu sagen? Also, als erstes machen wir das Salatblatt ein bisschen salatiger. Es hat ja immer solche Wölbungen außen. Deshalb machen wir jetzt hier ein bisschen mehr Grün, arbeiten wir hier rein. Bisschen außenrum so. Dann machen wir den Käse noch ein bisschen zerlaufener. Ich liebe Käse auf einem Burger. Wirklich, das kann nie genug sein. Deshalb machen wir ganz schön viel Käse hier rein. Oh yeah, baby. Wir haben noch 6 Minuten 53 Zeit, Benson. Boah, das ist viel zu wenig. Hä, das reicht doch. Weiß ich nicht, ob mir das reicht. Also mir reicht das, Digga. So, wir machen hier auf die Seite noch richtig viel cheesy, miesy Käse hier rein, Alter. So, und dann machen wir auf jeden Fall noch so ein paar Tomato Spills hier rein. Tomato Spam wie hier in den Burger rein. Theoretisch könnte ich auch was Weißes reinmachen, so für die Sauce. So weiße Mayonnaise auf Burgern fühle ich auch. Oh ja, das sieht aus wie ein sehr schöner Burger. Jetzt machen wir hier noch weiße Sesamkörner auf jeden Fall in den Burger rein. So, so. Aber ein bisschen weniger als normal, würde ich vorschlagen. Das aus dem Grund, weil die Sesamkörner hier, glaube ich, nicht so nice zur Geltung kommen. Ja, das stimmt. Die kommen nicht so nice zur Geltung. Okay, jetzt machen wir den Eingang natürlich hier rein. Die machen wir auch. Nee, die machen wir, würde ich sagen. Boah, haben wir auch noch einen anderen Rotton? Einer, der mehr scheppert? Nee, leider nicht. So, wir gucken mal, wo wir hier beim Burger landen, wo hier das Ende ist. Hier ist das Ende. Okay. So, ich versuche nämlich gerade was. Ich will den Burger jetzt aushöhlen. Wir setzen mal Luft. Ich werde niemals fertig, Elina. So, Moment. Jetzt haben wir, glaube ich, irgendwo ein Loch. Ja, hier haben wir jetzt ein kleines Leck. Das reparieren wir mal ganz schnell. Zack. Mann, bin ich denn blöd? Ich bin richtig blöd. Ich kann nichts mehr markieren hier. Oh, jetzt nur noch 4 Minuten. So langsam wird es auch knappi-schnappi für mich. Ich werde auf gar keinen Fall fertig. Ben, du musst nur an dich glauben. Oh. Weißt du, wenn ich nur die Front mache? Nur die Front? Ja, ob das Punktabzug gibt, das weiß ich leider nicht, Ben. Unsere Jury ist hart. Das stimmt wohl. Bumm, wir setzen jetzt überall so eine rote Wand. So, jetzt müssen wir hier noch die Tür finden. Da ist die Tür. Da ist die Tür. So, dann machen wir hier wieder Birkenholz rein. Das ist 5.2. So, dann würde ich die Decke noch austauschen. Bei, will ich die Decke austauschen? Ja, das geht fit, Alter. So, hier geht es herein. So, das ist doch nice. So, dann suchen wir jetzt nach einer Theke. Okay, Theke gibt es hier nicht. Dafür braucht man den englischen Begriff. Und Theke auf Englisch bedeutet nämlich richtig. Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht. Theke, Bar vielleicht? Cabinet. Aber halt ohne, das macht keinen Sinn. Das macht keinen Sinn, Freunde. Ist gelogen. Okay, dann brauchen wir jetzt eine Falltür, weil hier muss man natürlich auch reinkommen zur Arbeit. Perfekt. Dann brauchen wir natürlich eine Kasse. Machen einfach 2 Kassen. Das ist ja hier der Rich McDonald's. Dann holen wir uns jetzt einen Freezer. Scheiße, das heißt nicht Freezer. Fritsch, das heißt Fritsch, Leute. Okay, wir müssen uns ein bisschen beeilen. Wir brauchen auf jeden Fall noch jede Menge Tables. Wir haben nicht mehr viel Zeit. 46 Sekunden. Holy moly, das ist ja gar nicht mehr viel Zeit. Dann brauchen wir noch einen schnellen Chair. So, nehmen wir jetzt schnell. Zack, platzieren wir hier. Auf der anderen Seite platzieren wir genau das Gläsche. So und so. So und so. Das sieht ein bisschen aus wie die krosse Krabbe, finde ich. Dann brauchen wir noch einen Burgie. Natürlich. Platzieren wir hier. Platzieren wir da. Haben wir noch einen Barstuhl so mäßig? Ja, Barstuhl holen wir uns auch. Den hier und den weißen, den gönnen wir uns. Weil dann kann man hier auch an der Bar sitzen. Das ist nämlich ultra cool. Kann man hier auch einen Burgie essen. Hier sind Teller und Besteck. Easy. Dann kommen hier die fertigen Burgies hin. Und die Zeit ist over, mover. Das war heftig. Zeittechnisch heftig. Da bin ich mal gespannt, was du gemacht hast. Ja, ja. Ich bin nicht ganz fertig geworden, muss ich sagen. Ja, ich auch. Kommst du rüber, können sie reingucken. Ich mache hier schon mal die Tür auf. Ey. Oh! Ja. Ja, ist was Kreatives. Es ist ein begehbarer Burger. Hier kann man rein.
Und oh, nice Burger. Kleiner, essen. Aber feiner. Ja, yeah, ja. Yeah. Seit wann man Weingläser bei McDonald's hat, weiß ich nicht, aber. Ja, für den kulinarischen Geschmack ist ja der Gott McDonald's. Leer. Ja, ist sowas drin. Kasse so. Ist auch leer. Läuft wohl nicht, hä? Läuft gerade nicht. Miese Zeiten, Ben. Dann guck mal bei mir. Oha, der sieht richtig nice aus. Cool. Schön mit Außenterrasse, bunte Tische. Nice, hier drin. Ich hab mir die Zeit gefehlt. Okay, verstehe, aber nice. Frank ist leer. Okay, Leute, ihr könnt entscheiden, wer hat das Noob vs. Hacker vs. Gott Battle gewonnen? War es Benson oder war es ich? Schreibt es unbedingt in die Kommentare, Leute. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Like, Abo, Liebe, ciao! Ciao.